Bevor es losgeht, ich mache das jetzt nochmal wie Professor Lauterbach aus seinem Urlaub vor ein, zwei Tagen. Bitte, bitte, meine YouTube-Videos der letzten Tage sind von YouTube maximal gedrosselt worden. Sie sind sehr schwer auffindbar zurzeit. Und wenn Sie die Videos mögen und Sie das Gefühl haben, Sie bringen sie weiter, dann teilen Sie die bitte. Teilen Sie, teilen Sie, teilen Sie. Und schauen Sie sich den Blog an, der ist unten verlinkt. Da gibt es viele, viele Informationen zum Thema. Angenommen, ich hätte vorgestern eine Talkrunde gesehen. Ein Zitat daraus. How dare you? Wie können Sie es wagen, so leichtsinnig mit dem Leben von Millionen von Menschen umzugehen? Corinna könnte Sie alle töten. Guten Tag, liebe Zuschauer. Es geht in diesem Video weniger um Zahlen als um eine Strategie. Und da es nicht wirklich um das Coronavirus geht, habe ich dieses fiktive Etwas einfach mal liebevoll Corinna genannt. Ich sah neulich in einem Video von Dr. Daniele Ganser, er ist ein Friedensforscher und Historiker aus der Schweiz, macht europaweit Vorträge, hat Bücher geschrieben und ich schätze ihn sehr, machte sehr deutlich und auch plastisch in einer Demonstration verständlich eine Kommunikationsstrategie und Medienstrategie, die ich im Anschluss näher erläutere. Vorweg aber, die Talkshow, die ich vorgestern gesehen haben könnte. Die Gastgeberin hatte einen Gesundheitsminister, eine Gesandte der WHO, einen Virologen, den Polizeipräsidenten, eine Politikerin der Grünen sowie den zuständigen Kultusminister eingeladen. Zudem war eine kritische Ärztin und auch Virologin anwesend mit einer gelasseneren Haltung. Nach dem obligaten Einleitungsvideo, in dem man italienische Intensivstationen sah und Pflegepersonal in Schutzkleidung sowie kurze Interviews, ging es dann in den Talk. Die Moderatorin fragte: Es herrscht der Ausnahmezustand. Angst überall, nur wenige Menschen nehmen das Problem nicht ernst, der Corinna-Pandemie nicht ernst. Was können wir tun, um das Schlimmste zu vermeiden? Herr Gesundheitsminister, wie schätzen Sie die Situation ein? Können Sie die Menschen überzeugen, dass sie alles Nötige tun im Moment? Der Gesundheitsminister antwortet: Wir stehen vor der größten Herausforderung der letzten 20 Jahre. Viele Leben stehen auf dem Spiel. Seien Sie gewiss, dass wir in unseren Gremien in den letzten Wochen auch in enger Absprache mit den medizinischen Experten und der WHO bzw. den Robert-Koch-Institutsempfehlungen intensiv abgewogen haben, was denn zu tun sei und wie wir die Bevölkerung am besten vor der Gefahr schützen können. Und an die Kamera gerichtet: Liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihr Leben ist uns wichtig. Glauben Sie, wir haben uns mit den Einschränkungen Ihrer Freiheitsrechte nicht leicht getan. Aber wir können uns in dieser Pandemie nicht erlauben, auch nur ein einziges Leben aufs Spiel zu setzen. Deshalb bitten wir Sie zur Kooperation. Die Lage ist ernst, eine so noch nie dagewesene Herausforderung. Die Moderatorin: Frau Kultusministerin, Sie haben die Schulschließungen kritisiert und hatten die Variante gesunde Kinder ohne Kontakt zu Problempersonen und ohne Reisen in Risikoländer dürfen zur Schule gehen vertreten. Sie wurden aber überstimmt in der Konferenz. Weshalb? Der Kultusminister: Es ist doch beobachtet worden, dass so gut wie keine Kinder gestorben sind. Und die Risikokandidaten bleiben zu Hause, sodass die Gefahr gebannt ist. Die Moderatorin: Aber ist das denn dadurch garantiert? Auch Gesunde, aber Träger des Virus, könnten dieses doch weitertragen, weil sie es ausscheiden. Kultusminister:
Es bleibt natürlich ein Restrisiko, aber dieses sollten wir eingehen. Wir können doch nicht die gesamte Gesellschaft lahmlegen. Die kritische Ärztin meldet sich zu Wort. Wenn ich hier einmal einhaken darf, ich habe in meinen 30 Jahren als Virologin, aber auch mit Patienten arbeitende Ärztin noch keine schlimme Epidemie oder gar Pandemie erlebt. Es wurden mehrmals von der WHO Epi und Pandemie in den letzten Jahren ausgerufen, entpuppten sich aber nachhinein als heiße Luft. Die Todesraten waren wie in jeder gewöhnlichen Grippewelle oder sogar niedriger. Es betraf wie immer ältere Menschen oder Menschen mit mehreren Grunderkrankungen. Die europäische Statistik für Tote Euromomo zeigt über all die Jahre keine besonderen Auffälligkeiten. Der Virologe meldet sich zu Wort. Ja, aber Frau Kollegin, wir haben es doch nun mit einem neuartigen Virus zu tun, das sich viel schneller ausbreitet. Sie können doch nicht aus der Vergangenheit auf die jetzige Situation schließen. Das ist doch fahrlässig. Wollen Sie all die Toten der nächsten Wochen auf Ihre Kappe nehmen? Viel Spaß dabei. Die kritische Ärztin. Natürlich kann man das jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber wir sollten doch im Verhältnis bleiben. Die Grünen-Politikerin. Schauen Sie doch noch mal nach Italien, all die überlasteten Kliniken, die vielen Toten. Wollen Sie die Särge später zählen gehen? Der WHO-Gesandte meldet sich zu Wort. Wir sollten doch sachlich bleiben, meine Damen und Herren. Die WHO hat sich nicht leicht getan, den Pandemiezustand auszurufen. Dass dies auf die Nationalstaaten, die Rechtsprechung und das alltägliche Leben der Menschen erhebliche Einschnitte haben könnte, war uns klar. Der Polizeipräsident. Angesichts der Bedrohung haben wir alle Reserven mobilisiert, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung die Anweisung zur Eindämmung einhält. Bisher ist es auch nicht zu größeren Ausschreitungen gekommen. Natürlich sind wir auch vorbereitet auf eventuelle Plünderungen durch Knappheit der alltäglichen Bedarfsgüter oder Inflation in den nächsten Wochen. Die Grünen-Politikerin, an die Ärztin und die Kultusministerin hier in die Runde. Angenommen, dieses Virus ist tatsächlich aus einem militärischen Labor entwichen und wurde von einer Nation gezielt als Biowaffe eingesetzt. How dare you? Wie können Sie es wagen, angesichts von Corinna das Leben von Millionen Menschen zu riskieren, indem Sie derart fahrlässig damit umgehen? Sie sollten Ihre Posten oder Approbationen abgeben. Die Moderatorin, ruhig Blut, liebe Teilnehmer. Wir versuchen doch alle gemeinsam eine Lösung zu finden in dieser kritischen Situation. Und um einen Moment durchatmen zu können, schalten wir kurz in das Live-Interview des Senders Corona Live in Mailand zu Thorsten Schulte. Guten Abend, Herr Schulte. So oder ähnlich hätte es weitergehen können. Was ist Ihnen nun dabei aufgefallen? Bereits der anfängliche Videoclip und die einleitenden Worte haben den Rahmen abgesteckt, in dem sich das alles abspielen soll. Und der Rahmen ist: Das Virus ist gefährlich und bedroht die ganze Welt mit dem Tod. Dazu kommt, dass mit den meisten Zahlen, die wir bekommen, einfach auch nichts anzufangen ist. Dazu gleich noch etwas. Die Technik, die hier jetzt also eingesetzt wurde, also das von Anfang an der Rahmen gesetzt wurde, die nennt man Framing. Frame kommt aus dem Englischen und heißt Rahmen. Ich mache das jetzt mal hier, das ist jetzt mein improvisiertes PowerPoint. Wenn Sie also hier diesen Rahmen jetzt sehen, dann ist der große Rahmen sozusagen der weite Raum, in dem man diese ganzen Dinge betrachten kann mit viel mehr Details und Aspekten. Und in dieser Diskussionsrunde hat die Diskussion lediglich in diesem kleineren Teilrahmen stattgefunden. Dieser kleinere Teilrahmen hat das Thema gesetzt, es gibt ein schlimmes Virus und das ist tödlich. Können Sie sich auch vorstellen, wie beim Billardtisch, Sie schießen die Kugeln hin und her und über die Bande werden sie immer wieder zurückgeblendet und bleiben auf alle Fälle im Rahmen. Es sei denn, Sie haben einen Superspieler, der die Kugel mit seinem Kö über die Borde nach draußen hebelt.
Es wird also von vornherein jegliche Diskussion abgeblockt. Und damit wird mit jedem weiteren Satz in dieser Diskussion direkt und indirekt das ganze Thema, das Virus ist tödlich, zementiert. Es findet also im weiteren Verlauf nur noch eine Pseudodiskussion in diesem Rahmen statt. Mir ist klar, dass dieses Beispiel dieser Talkrunde, dieser fiktiven Talkrunde, sehr plakativ ist. Aber ich lade Sie ein, dass Sie einfach grundsätzlich einmal Interviews, Talks, Presseartikel und sonstiges prüfen. Das ist die Strategie. Und diese Strategie des Framings, also des Rahmens vorhersetzens, ist eine sehr beliebte Strategie. Die wird in ganz vielen Bereichen angewendet. Ich möchte das jetzt abschließend noch einmal, das Prinzip noch einmal runterbrechen auf die ganzen Zahlen, die wir so genannt bekommen. Dann wird das vielleicht noch mal ganz praktisch deutlich. Also, was macht Framing mit den Zahlen? Und warum wissen wir nicht, wie schlimm es mit Corinna wirklich ist? Es wird von diversen Seiten, die diese Tests bewertet haben, gesagt, dass dieser Test über 50% nicht zuverlässig ist. Und zwar 50-70% sind die Zahlen. Das heißt, der Test liefert 50% falsch positive Ergebnisse. Was ist ein falsch positives Ergebnis? Das heißt, dass ein gesunder Mensch, der getestet wird und einen positiven Testbefund bekommt, das Virus gar nicht in sich trägt. Das heißt falsch positiv. Der kriegt also das Etikett positiv raufgeklebt, also positives Testergebnis heißt ja Keim vorhanden. Das ist also in der Medizin umgedreht, das wissen Sie ja. Kriegt also ein Etikett aufgeklebt, was überhaupt nicht stimmt und das zu 50-70%. Das sind die Zahlen, die von verschiedensten Bewertern dieser Tests genannt worden seien, sage ich vorsichtig. Die Zahlen, mit denen hantiert wird, sind also erstens unzuverlässig und werden nicht in den Rahmen der Vorjahre gesetzt. Das heißt, was ist denn in den Vorjahren in diesen Zeiträumen passiert? Das wird meistens nirgendwo präsentiert. Wir bekommen auch keine detaillierten Krankenhausberichte oder Obduktionsberichte geliefert. Das wäre meiner Meinung nach die einzige Basis, auf der man überhaupt irgendetwas näher erläutern kann. Denn wir wissen, das habe ich auch in dem vorigen Video vom 14. März beschrieben, dass es gar nichts erstmal bedeutet, wenn ein Mensch, der gestorben ist, einen positiven Corona-Befund hat. Aufgrund dieser Unschärfen und auch insofern nicht, weil wir nicht wissen, ob das Corona die Todesursache war. Dann wurde auch nicht die gesamte Bevölkerung getestet, denn der Rahmen ist viel zu klein. In diesem Fall ist der Rahmen die kleine Gruppe, die überhaupt nur getestet wurde. Und das ist im Vergleich, wenn wir mal die deutsche Bevölkerung, dann müsste dieser Rahmen viel, viel, viel winziger sein. Dann wäre das hier unten irgendwie so ein Eckchen. Das wären die Menschen, die getestet sind. Und man müsste natürlich die, wenn man schon von Todesraten an Corona, an Corinna spricht, dann müsste man das natürlich beziehen auf alle, die in Deutschland, auf alle getesteten Deutschen beziehen. Und da haben wir, das sind ja die Zahlen, die bekannt sind, dann hätten wir wahrscheinlich 10-15% aller Deutschen, das können Sie sich einmal selber ausrechnen, dann sind wir irgendwie bei 8-12 Millionen Positiven und darauf dann, ich weiß nicht, 100 Todesfälle berichtet, das ist also verschwindend. Es wird auch kein Bezug genommen auf die angeblichen Pandemien, SARS 2002, Vogel, Schweinegrippe, MERS oder andere. Und auch für Italien jetzt ist nicht wirklich bekannt, wie viele Menschen in den Jahren davor, zum Beispiel an Krankenhausinfektionen, an Antibiotikaresistenz, an Multimorbidität, also der Tatsache, dass viele Grunderkrankungen bestanden haben, gestorben sind und wie sich die Situation jetzt davon eigentlich unterscheidet. Ja, Fazit. Ich habe mir mal angewöhnt, bei allen Medienereignissen, insbesondere der Tagesschau und Co., darauf zu gucken, wie und wann wird da eigentlich schon der Rahmen gesetzt in der gesamten Sendung. Ich komme jetzt zum Schluss. Die Menschen erfahren im Moment
aus Angst vor Tod, vor wirtschaftlichem Ruin, vor Existenznot oder auch verzweifelter Wut viel Leid. Und ich werfe jetzt angesichts dieser Tatsache einfach mal in die Runde und die Etagen, die sich angesprochen fühlen, wissen es schon. How dare you? Guten Abend. Ich mache das jetzt nochmal wie Professor Lauterbach aus seinem Urlaub vor ein, zwei Tagen. Bitte, bitte, meine YouTube-Videos der letzten Tage sind von YouTube maximal gedrosselt worden. Sie sind sehr schwer auffindbar zurzeit. Und wenn Sie die Videos mögen und Sie das Gefühl haben, Sie bringen sie weiter, dann teilen Sie die bitte. Teilen Sie, teilen Sie, teilen Sie. Und schauen Sie sich den Blog an, der ist unten verlinkt, da gibt es viele, viele Informationen zum Thema.